Ja gut, liebe Fußballfreunde, gute Freunde, kann niemand trennen. Zum Spiel FC Bayern München gegen Dortmund, ne? Ja. Und der Fred spielt mit Bayern, ist das korrekt? Nee. Und der Markus spielt wie immer mit Dortmund. Und ja. Da haben wir auch die Aufstellung gesehen, beziehungsweise sehen sie. Sehen wir auch irgendeinen hässlichen Vogel, aber da will ich nicht mehr drauf eingehen. Und ja. So, Mario Gomez haben sie doch im Bild gezeigt. Und dann geht es auch schon los, ne? Mario ist natürlich jetzt doppelt motiviert hier, aber mir ist das Ergebnis im Grunde scheißegal. Ja gut, der Mario Gomez, der kann links wie rechts. Nichts. Ja, ich wollte es gerade sagen. Flanke. Da hat uns der. Das Reus hat uns da mal den Trick 17 vorgeführt. Aber dann die Flanke verschissen. Nee, das war ja Trick 17 mit Selbstverarsche. Reus ist ja so übel stark gemacht hierbei, ne? So übelst. Ja, der ist schon übel stark gemacht hier. Bayern ist so übertrieben stark gemacht. Ja, nimm doch den Ball mit, du. Gomez hätte ihn gehabt. Gomez hätte ihn verstolpert, wie er jeden Ball verstolpert. Jedes Tor, was der macht, das dem Gegner ein Stolper voraus. Genauso wie sie da, wo haben sie gespielt, in Valencia, wo er den mit der Hacke vorgelegt hat und alle so, ja, auf hat er ja gut vorgelegt. Der war nur zu schlecht, den anzunehmen. Irgendwas stimmt ja auch nicht, ey. Die laufen irgendwie. Keine Ahnung, als wenn die automatischer Spielerwechsel dauerhaft an. Na, der Kleine schleicht sich mal so durch hier. Der kleine Philipp möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Wofür war das jetzt Vorteil? Ich hab den nicht mal getroffen. Ich wollte schon sagen, irgendwann ist aber auch mal gut hier mit der Gewalt. Der Schwein. Gar nix. Nix, nun. Franck Ribéry. Abgefälscht. Leute, lasst euch doch nicht verarschen. Seitdem ich Afro, ey. Ich hasse das bei FIFA, dass die Bälle nie mal richtig annehmen. Das dauert immer Jahre. Siehst du, sofort spielst du mit Bayern, dann hat man sofort hier die Vorteile. Oh, Leute! Nee. Noch schlechtere Engine, bitte, ey. Noch einen auspacken können. Wir haben jetzt Ultra Touch Control. Man kann keinen Ball mehr annehmen. Der Reus, der macht hier nur die Tricks. Das war Schmelzer. Der macht hier nur die Tricks, der Reus. Der Reus. Der Schmelzer kann ja auch nichts. Ja, guck mal, der Martinez, der wackelt schon die ganze Zeit mit den Armen. Der Ribéry eigentlich mit der Frank. Der Frank Ribéry. Warum nimmst du das Tempo raus hier? Der Affe platt war. Den hält selbst Manuel. Der Kaiser ist not. Der war zu flach. Der war zu flach. Ja, okay. Das wird's von dem erwarten. Der hat den Gomez gemacht. Der Mandzukic macht den Gomez. Das sind ja beide Mario. Oh, komm! Viel los, Mike! Muss wohl noch Gomez einwechseln in der Halbzeit, ne?
Mario hat noch nicht die Kraft für 8, Alter, für 45 Minuten. Man sagt Joker? Na, ja, 89. oder so. Er hat doch seine Aufgabe hier beim FC Bayern, er wärmt die Sitze vor. Und selbst das kann er nicht. Für die richtigen. Verstolpert sich zu viel dabei. Oh mein Gott, ey, wie lange brauchen die, um einen Ball anzunehmen hier? Was war das jetzt? Halbzeit. Nix los hier. Nix los. Das gibt eine ordentliche Rede von Rummenigge später noch hier. Na, flank doch die Würstchen. Glück gehabt, dass der Manuel so früh raus. Ach Leute, nehmt doch den Ball mal einmal richtig. Lauf doch! Mann, ey! Sieht, dass der Ball ausgeht und läuft nicht. Wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft normalerweise Weidenfehler, aber leider diesmal nicht. Der war nämlich nicht in der Manuel Neuer Torwartschule. Ah! Mario Mandzukic. Dann haben wir jetzt Zeit für Gomez, ne? Sie geht gegeben, dass du den Namen immer mal wieder erwähnt hast. Oh, mit FIFA kann er doch sogar was, oder nicht? Der kann nirgendwo was. Echt? Mal, das ist ja gerade ein Leerlauf. Wechsle ich ihn mal eben ein. Nee, das lasse ich mal ganz so. Kannst du Carsten Janka auch noch einwechseln? Nur sein Dödel. Er hat es doch mit Penis geschossen. Das wäre ein geiler Jubel. Das war ein geiles Foul gerade. Ich denke mal, Blaschikowski, der sieht aus, als hätte er rote Haare. Der hat doch echt keine roten Haare. Rot, Rot, der gibt beim Vorteil, gibt er kein Rot. Ja, es war aber Bastian. Nachher weint er wieder, wenn er getreten wird. Den hab ich ihn da gefault, Götze. Oh, los. Was hast du an den Pässen eingestellt, ey? Nix. Das ist die Scheiße. Das ist Standard. Die von dir so oft gelobten Standardeinstellungen. Jetzt kannst du nicht zocken. Ja, bei mir komm, guck, wie langsam der Ball ist hier. Das ist, schläfst du fast ein. Ah, doch nicht zu ihm. Warum wechselt der dann den Spieler? Ich kotz gleich. Ja, warum spielt den Pass nicht mal einmal gescheit hier? Mein Gott, ey, die schlafen ja fast ein, die Bälle hier. Oh. Sag was, Gomez? Nee, Schweini war das. Schweini, Ribéry und Grinsi Klinsi. Da ist es doch. Erste Chance, was, ob die erste Chance im ganzen Spiel, oder? Also dort diesen komischen langsamen Schuss in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, das war's auch schon. Brauche ich doch.
Ja, wenn Dortmund das so glücklich in echt auch gewinnt. Zweite Schuss oder dritte, weiß ich nicht. Ich mach mal schon mal rein. Ja, das eine, wo Neuer noch rauskam, wo ich flanken wollte. Da hat er ja zum Glück noch, wie ich... Ach man, Leute! Das ist schade. Oh, hör auf, ey. Der Frank. Klar nachgetretenes, hässliche Monster. Es wird eh nichts mehr, die Bayern versimmeln hier ja alles. Oh, ey, ganz ehrlich, wie kann man so schießen? Ball ab, Jul. Lässt du den Müller auch schießen? Der ist eigentlich... 8 zu 2 Schüsse, Mann. Ich sag's ja. So. Selbst beim Tor hätte eigentlich Manuel den halten können. Wenn er nicht so grottig wäre. War der erste Schuss auch? Ja, er sollte schlänzen. Mann, Gott, Manuel, ey. Keine Ahnung, irgendwie. In diesem Spiel ist ja generell jeder Ball versprungen, irgendwie. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Ball spielen können, wo nicht irgendein Hampel da, als hätte ich 11 Gommes auf dem Platz. Unglaublich, ey. Also für einen Schlenzer ist er ganz schön zentral gekommen, der von Kehl, der letzte.